Promis. Die Hälfte ist um. Halbzeit, ihr habt noch eine Stunde. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht, ehrlich gesagt. Es ist doch erst eine halbe vergangen. Ich denke, wir haben 2 Stunden Zeit. Kriegen wir hin. Die Spannung steigt. Noch darf man den Dekorbiskuit nicht umdrehen. Erst auskühlen lassen. Wow. Doch. Da lässt sich noch so ein bisschen, das ist ganz flauschig. Das ist super. Ich habe das Gefühl, ich bin gut weit, weiß aber, dass hier noch viel auf dem Zettel steht. Es reichen 3 Perfekte. Ich mache 4, 1 für mich, 3 Perfekte für die Jury, danke. Neben einer Fruchtkomponente ist auch eine Creme Pflicht. Ich entstelle meine Müsse. Zuerst ein Mousse und danach kommt der andere. Ah, das ist aber wie bei mir aussieht, das ist Wahnsinn. Wie zufrieden ist Franziska mit ihrer Holunderblüten-Buttermilchmousse? Schmecken tut's geil. So. Der Geschmack ist das eine, aber es kommt auch auf die Standfestigkeit an. Der schönste Dekorbiskuit hilft wenig, wenn das Törtchen in sich zusammenfällt. Na, so richtig nach einer Mousse sieht das noch nicht aus, ne? Hilft der Zauberstab? Bei anderen funktioniert die Magie auch ohne. Auch die Konsistenz perfekt. Ich habe das Champions League Entscheidungsspiel habe ich gewonnen. Man soll die Mousse nicht vor dem Abend loben. Ich habe Himbeermousse fertig. Jetzt brauche ich 2. Mousse. Das wäre meine Mango. Passionfrucht, Maracuja. Mmh, lecker. Dann rein mit der exotischen Fruchtmischung. Und nun der Augenblick der Wahrheit. Ich ziehe jetzt das Backpapier von dem Teig ab. So, pass auf, jetzt könnt ihr das Ganze mit einem Trommelwirbel unterlegen, weil jetzt ist der Moment der Momente. Es kann jetzt sein, dass all meine Arbeit umsonst war, wenn mir das jetzt zerbricht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wahnsinn, das Papier geht geil ab. I'm a champion. Boah, was ist denn heute mit mir los? Ich spiele hier gerade über mein Limit gerade, ehrlich. Und sie hat scheinbar gar kein Limit. Sieht ganz gut aus, ein paar Löcher sind drin, aber ich guck, muss mir die nur, im Grunde brauche ich ja nur 3 Streifen. Und Lukas Herzensangelegenheit? Wie kriegt man das jetzt hier runter? Jetzt nicht hibbelig werden. Du hast ja gar nichts drin, das ist clever, Daniel. Oh, Jesus Christ. Wo ist mir denn bitte die Zeit so davon gelaufen? Ist doch unfassbar. Jetzt fängt das mit diesem Stress schon wieder an. Ist doch alles scheiße. Luca hat Herzschmerz. Das wird auf jeden Fall sehr knapp. Also das wird keine Punktlandung hier. So, jetzt ist es ab. Jetzt muss ich mit dem arbeiten, was ich habe. Es gibt kein Zurück. Bescheidenheit ist eine Zier, aber ich finde Biskuit noch eine viel schönere und vor allen Dingen auch leckerere. Ihr habt noch 30 Minuten. Ah. Was? Es wird eng. Hier, B. Das kann doch alles nicht wahr sein. 8 cm Durchmesser sind gefragt. Präzision beim Teigschneiden, bitte. Jetzt muss ich schauen bei diesen von der Länge. Wir müssen natürlich genau da reinpassen. Hilft gut zu reden? Koch, 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 koch. Also nicht, dass ich jetzt nicht ohnehin schon improvisiert hätte andauernd, aber jetzt heißt es ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Tja, der alte, gestresste Daniel ist wieder zurück. Willkommen. Luca wäre froh, wenn er schon so weit wäre. Ich kann's nicht lösen. Es geht nicht, es geht nicht. Luca. Hallo. Hallo. Ich wäre schon lange fertig, ich werde nicht fertig, ich kann nicht, es kann es nicht lösen. Ich brauche 3 schöne Bahnen, die habe ich. Es reißt mir der ganze Scheiß auf. Du hättest hier Zucker drauf geben müssen. Also du musst es wirklich wie beim Pflaster, im flachen Winkel.
bei Luca flattert wirklich das Nervenkostüm gerade. Ich glaube nicht, dass er es wirklich hundertprozentig einwandfrei das Papier von diesem Biskuit runterbekommt. Wegen diesem einen Fehler. Es wäre wunderschön, es wäre alles schön gewesen. Aber nein, man kann es nicht lösen. Sprach der alte Herzensbrecher. Jürgens Pläne sind klar formuliert. Mein Ziel ist die rote Schürze und ich will, dass die Franzi ein bisschen Angst vor mir kriegt. Oder vor Ehrfurcht erstarrt. Das würde der Konkurrenz auch helfen. Während alle konzentriert arbeiten, steht ein Promi besonders unter Stress. Nicht sie. Er. Hast du deinen Squid schon abgestochen? Es geht, ich mach Mousse, ich mach nichts mehr anderes, geht nicht. Du machst Mousse-Törtchen? Aber wir brauchen ja noch ein Biskuit drumherum. Ja, geht. Es tut mir leid. Ich kann jetzt auch nicht. Es geht nicht. Es ist, weil ich habe Zucker vergessen und deswegen ist das ganze Ding jetzt kaputt. Vielleicht kannst du die Herzen hier draus retten und von außen in die Mousse drücken gleichmäßig. Dann kannst du immerhin sagen, du hast Biskuit dran. Scheiße. Daniel macht irgendwie alles gleichzeitig. Nicht vergessen, die Böden. Bei Franziska mit Kokoscrunch, bei anderen aus dem bereits gebackenen Biskuit. Was nicht passt, wird passend gemacht. Bleibt nichts anderes übrig. Eni ist immer noch in Herzensangelegenheiten unterwegs. Ich gebe der Jury 3 Schnäpse, bevor sie deins probieren, okay? Dann gucken sie so. Genau. Dann können wir es retten. Nicht aufgeben. Schicht für Schicht nähern sich die Promis ihrem idealtypischen Törtchen. Jetzt kommt die Blaubeerfüllung da rein. Jetzt muss ich mich gerade ein bisschen beeilen, weil die muss dann schnell in den Frost. Jahrelanges Lauftraining zahlt sich spätestens jetzt aus. Auch ganz wichtig, Entscheidungsfreude. Diese 3 werden's hier vorne und der Rest ist mir scheißegal. Egal? Ist die Temperatur mal überhaupt nicht. Das Problem, dass die Sahne jetzt sehr warm geworden. Hält das? Und wie läuft Lukas Bastelstunde? Auch dieses Scheißding, das brauche ich doch jetzt auch nicht, oder? Ruhe bewahren. Dann kommt auch das Herz an den rechten Fleck. Ekaterinas Törtchen sollen mit einem kleinen Extra glänzen. Meine Törtchen sind gerade im Froste. Ich bereite schon mal Nappage. Ich habe das in 3 Farben. Nämlich einmal farblos, gelb und happy nennt man das. Also das ist etwas zwischen pink und rot. Wie war das nochmal? Wer in der Küche rennt? Jetzt kommt erstmal mein Gelee-Taler rauf, den ich mir hier gefroren habe. Unten ist jetzt Blaubeermus als süß, oben Limettenmus als sauer. So, ihr lieben Promis, ich sehe, ihr seid schon fein beim Einsetzen. Das ist gut, denn ihr habt nicht mehr viel Zeit. Nee, schön. Noch 10 Minuten. Wenn's mit Gewalt nicht geht, geht's mit grober Gewalt. Das ist die alte Regel beim Handwerk. Gott. Was? Sportlich? Wenn's sportlich wird, ist er im Vorteil. Kurz vorm Ziel sollte man sich keine Fehler mehr erlauben. Das wäre gut. Ein Spruch wie aus der Sportschau. Ich habe gehört, bei dir läuft's nicht so rund. Du bist ein kleiner Vogel, aber ich... Leider nur mein ganzer Boden. Aber ich könnte dir helfen, ich habe noch den Streifen übrig. Dann kannst du dir auf jeden Fall 3 Schreiben rausschneiden. Dankeschön, ja? Das ist sehr, sehr, sehr lieb. Die letzten Handgriffe sollten sitzen. Und die Deko-Elemente auch. So, jetzt kommen hier natürlich die leckeren Blaubeeren oben rauf. Luca hat sich von Franziska eine Scheibe abgeschnitten. In einer Seite... In der anderen Seite. Hey! Bleibt noch ausreichend Zeit für die finale Kühlung? Irgendwie ist heute noch gar keiner ausgeflippt, oder? Oder? Nein! Siehst du, jetzt ist gebrochen. Ey, das kann ich nicht glauben, dass ich deswegen hier die Zeit verliere. Das kann man doch anders einpacken. Und wer hat's eingepackt? Ich. Eine äußerst knappe Kiste. Weg, 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 weg.
weg. Scheiße, die müssen noch mal rein. Weg! Liebe Promis, ihr solltet langsam fertig werden, denn ihr habt nur noch 2 Minuten. Nein. Es war nicht lang genug im Froster. Ein Törtchen in Ehren kann man mir nicht verwehren. Ihr habt nur noch wenige Sekunden. 10. Ja, super. 9. Ich krieg's nicht auf. 8. Alter, halt doch die... 7. 6. 5. 4. Geht nicht raus, ich stelle es jetzt so drauf. 3, 2, 1 und Schluss. Hände weg vom Gebäck. Juhu! Ich raste aus. Ich bin doch eigentlich so ein glücklicher Mensch, aber das regt mich echt auf. Ich esse noch mal ein bisschen Mousse. Guck mal, das Mousse kommt echt gut, wie das sich... Bin echt enttäuscht. Und es ist der Beweis, dass ich kein ruhiger Bäcker bin. Geil, ich stehe da alles, ist ja super.